Hohe Synode, sehr geehrte Gäste, liebe Geschwister. Heute ist Buß- und Bettag. Meine Meinung ist der Maßstab, ja oder nein, richtig oder falsch. Und nur wenn du mir zustimmst, dann hast du recht. Eins und Null, alles folgt der binären Logik, die auch das Digitale bestimmt. Grautöne, Zwischentöne, Komplexität und Abwägen haben es schwer in unseren Tagen, in denen die Augen und Ohren von den großen Krisen und Sorgen gehalten und bestimmt sind. Und dann diese Seligpreisung aus dem Matthäusevangelium. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn euch ist's gegeben zu wissen, die Geheimnisse des Himmelreichs, diesen aber ist es nicht gegeben. Mitten in der Gleichnisrede, die Matthäus von Markus übernimmt, steht diese Seligpreisung und sie kommt nur bei Matthäus. Matthäus ist der Evangelist, der die Seligpreisung verdoppelt. Bei Lukas sind es noch 4 Weherufe und 4 Seligpreisungen, bei ihm 8 Seligpreisungen. Und aus dem Weheruf in die Seligpreisung führt. Jesus redet vom Reich Gottes oder bei Matthäus vom Himmelreich immer in Gleichnissen. Kurze, knappe Gleichnisse, die sofort ein Bild aufsteigen lassen und die Augen öffnen dafür, dass das Himmelreich wächst, trotz all unserer Sorge und Angst. Aber viele verstehen es nicht. Schon das erste Gleichnis in der Gleichnisrede redet vom Seemann, der das Wort Gottes aussät. Aber etliches fällt auf den Weg, anderes wird zertreten, fällt auf Felsen, blüht kurz auf, hat aber keine tiefen Wurzeln und vertrocknet und wieder anderes fällt unter die Disteln und wird erstickt. Einiges aber fällt auf guten Boden und bringt 100-fache Frucht. Vertrockneter, erstickter und zertretener Glaube. Das ist die Wirklichkeit, die Jesus nüchtern beschreibt, aber auch die 100-fache Frucht, die von gutem Boden kommt. Heute am Buß- und Bettag schauen wir auf unseren Weg in der letzten Zeit zurück. Die Corona-Pandemie, die offiziell vorbei ist, wir leben jetzt mit dem Virus und seinen neuen Varianten, die Durchseuchung steigt. Geimpfte und Ungeimpfte werden krank und viele Fragen bleiben. Was haben wir aus dieser Zeit gelernt? Wie können wir die großen Schäden, die nicht nur durch den Virus, sondern auch durch unser Verhalten und unseren Umgang miteinander entstanden sind, heilen? Ich denke an die Kinder und Alten, die besonders gelitten haben. Es ist an der Zeit, einander wieder anzusehen und die Ohren füreinander zu öffnen und nicht den Streit fortzusetzen, sondern Wege der Versöhnung und Vergebung zu beschreiten und Buße zu tun, füreinander zu beten. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Heute am Buß- und Bettag schauen wir auf unseren Weg. Wie stehen wir zu und in den großen Krisen? Vom Krieg in der Ukraine und dem Krieg in über 20 weiteren Ländern, über die Frage der Klimagerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, den Hunger der Armut und den Gerechtigkeitsfragen, der Polarisierung und Gefährdung unserer Demokratie. Hier sind wir überall gefordert in unserem Engagement und Einsatz. Die Weltgemeinschaft hat sich mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, SDGs, die ja, was ja, so hat ja auch immer Bach unterschrieben, Soli Deo Gloria, aber das meint ja Sustainable Development Goals, hat die Weltgemeinschaft sich bis 2030 verpflichtet, den Hunger abzuschaffen. Ebenfalls wurde in den Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen im Dezember 2015 auf COP 21, wir sind jetzt auf COP 27, das Grazie mit maximal 2 Grad verabschiedet. Wenn wir aber die Entwicklung sehen, dann denken wir schnell an die Liedstrophe aus »Ein feste Burg ist unser Gott«, »Mit unserer Macht ist nichts getan«, wir sind gar bald verloren. In der Gleichnisrede kurz vor der Seligpreisung heißt es, denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Wie kommen wir von den verfetteten Herzen, die blind und taub machen, zu offenen Augen und Ohren, die nicht nur die Wirklichkeit der Welt klar sehen und wie dringend die Fragen vor Augen stehen, sondern die auch das wachsende Himmelreich sehen können. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren, Jesus Christ. Dafür die Augen und die Ohren zu öffnen und nicht in Angst und Sorge gelähmt auf die Gefahren zu starren, erzählt Jesus seine Gleichnisse. Um die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten wissen, aber so arbeiten und handeln, als hinge alles von uns ab
und gleichzeitig darauf vertrauen, dass sein Reich wächst wie ein Samenkorn. Gemeinsam mit der Diakonie haben wir angesichts der Energiekrise und der sozialen Not die Aktion Wärmewinter für die Ärmsten der Armen in Mitteldeutschland gestartet, die neben Spenden auch die Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer der Energiepauschale verwendet. Darüber wird Christoph Stolte morgen berichten. Jesus hat das Haus verlassen, sitzt am Meer am See Genezareth, doch bald kommen Menschen und viele Menschen. Jesus improvisiert im Nu ein Wortgottesdienst ganz ohne liturgischen Ausschuss oder Gottesdienstvorbereitungsgruppe. Ein Boot wird zur Kanzel, die Hörer stehen am Ufer. Jesus spricht lange, bildhaft und faszinierend und hält seine Gleichnisrede. Die Szene wirkt wie ein Programm eines Kirchentages. Die Gleichnisse Jesu sind lebensnah, seine Bilder spiegeln den Alltag. Er erzählt vom Seemann und dem vierfachen Ackerfeld, vom Unkraut unter dem Weizen, Senfkorn und Sauerteig, Schatz im Acker, kostbare Perle und vom Fischnetz. Alles Bilder aus der Alltagswelt seiner Jüngerinnen und Jünger. Aber reicht das, um bei ihnen etwas auszulösen? Denn das ist doch gemeint, wenn Jesus ihnen zuruft, wer Ohren hat, der höre. Bibelfeste Zuhörer erinnern sich an das Prophetenwort von Jesaja: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. In Jesaja 6. Die Jünger kommen dazu und fragen nach. Was Jesus ihnen als Schlüssel zum Verständnis anbietet, soll ein Weckruf sein. Den Jünger Jesu ist schon ein Licht aufgegangen. Sie haben schon auf den Anruf Gottes reagiert. Das ist eine Seligpreisung wert. Eure Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Zu dieser Seligkeit sind aber alle gerufen. Jesus will den Menschen, die blind und taub geworden sind für die Geheimnisse des Himmelreichs, die Sinne heilen. Alle sollen den Durchblick gewinnen, wenn es darum geht, Gottes Wort den Boden zu bereiten. Heute hier in Mitteldeutschland. Mit offenen Augen und Ohren waren wir Delegierte auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Karlsruhe. Wir sind als Evangelische Kirche Mitteldeutschlands nicht selber im Ökumenischen Rat, sondern das ist die EKD für alle Kirchen in Deutschland. Und deshalb hat die Evangelische Kirche in Deutschland auch delegiert. Wir waren überrepräsentativ vertreten mit Lydia Fellmann und mir als Delegierten. Lydia Fellmann wurde auch gleich in den Weltkirchenrat gewählt und ist jetzt Weltkirchenrätin und tritt damit die Nachfolge von Judith Königsdorfer an, die das in der letzten Zeit vorher gewesen ist. Die Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe stand unter dem Thema Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint. Und ich habe Ihnen hier einen kleinen Link aufgeschrieben, da können Sie mal draufgehen und sich einen 6-minütigen Film angucken, wenn Sie wollen. Nicht jetzt, aber nachher in der Pause und einen Eindruck gewinnen. Denn leider sind die Augen und Ohren für diese Versammlung in unserer Gesellschaft relativ verschlossen gewesen. Es hat kaum große Resonanz ausgelöst, obwohl es die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates war und es die erste Vollversammlung in Deutschland war. Und eigentlich ein riesiges Ereignis mit über 4000 Delegierten aus 350 Kirchen, aber die mediale Resonanz hielt sich sehr in Grenzen, bis fand eigentlich kaum statt. Wenn wir in der weltweiten Ökumene zusammenkommen, dann spielen die politischen Verhältnisse immer eine Rolle. Aber es sind zwei Faktoren, die unsere oft auch kontroversen Debatten prägen. Zum einen sind es eben die Stimmen aus dem ganzen bewohnten Erdkreis, aus der Ökumene, gerade auch aus den Ländern des Südens, die die jeweils eigene Position relativieren. Und zum zweiten ist es die genuine Perspektive der Kirchen, die hier zur Sprache kommt. Und die unterscheidet sich im besten Fall eben doch unter Umständen erheblich von den nationalpolitischen Stimmen, die in den jeweiligen Konflikten, Kriegen, ungerechten wirtschaftlichen Strukturen immer schon mit Partei und Interesse dabei sind. Die Ökumene im Allgemeinen und der ÖRK spielt als Raum des Dialogs, der Friedensbildung und der gemeinsamen Suche nach Gerechtigkeit eine große Rolle. Und das erklärte Ziel war es, Gespräche zwischen und mit den anwesenden Glaubensgeschwistern aus Russland und der Ukraine auch stattfinden zu lassen. Dafür ist Johann Sauka extra nach Kiew und nach Moskau gefahren, um die Delegation zu ermöglichen. Das fand nicht im öffentlichen Rahmen dann statt, aber es fand statt im Gesprächen am Rande und ich konnte auch mit Delegierten aus Russland und der Ukraine sprechen. Gleichzeitig haben die Kirchen klar das Unrecht benannt, gegen den völkerrechtswidrigen Krieg sich erklärt und bezeichnen diese als illegal und nicht zu rechtfertigen. Sie rufen nach einem sofortigen Waffenstillstand, um das Streben und die Zerstörung zu stoppen und nach Dialog und Verhandlungen einen nachhaltigen Frieden zu erreichen.
Für mich war interessant, dass das in der ökumenischen Perspektive selbstverständlich ist. Wie anders das in unserem Land diskutiert wird, wissen Sie. Die Vollversammlung bekräftigt, dass Krieg nicht mit Gottes Natur und seinem Willen für die Menschheit vereinbar ist und gegen unsere grundlegenden christlichen und ökumenischen Prinzipien verstößt. Sie lehnt jeden Missbrauch religiöser Sprache und religiöser Autorität zur Rechtfertigung bewaffneter Angriffe und von Hass ab. Gemeinsam fordern die Delegierten die Kirchleitung in Russland wie auch in der Ukraine auf, ihre Stimme zu erheben, um gegen die anhaltenden Tötungen, die anhaltende Zerstörung, Vertreibung und Enteignung der Menschen in der Ukraine Stellung zu beziehen. Im Krieg könne es keine Gewinner geben. Diese Erklärung, und das ist typisch für den ÖAK, wurde im Konsens verabschiedet. Das heißt, alle haben zugestimmt. Es gab zwar kritische Äußerungen aus ukrainischer wie russischer Sicht, aber es gab keine Gegenstimme, die das verhindert hat. Die Regierungen der Welt werden durch die Kirchen aufgerufen zu viel größeren Investitionen in der Suche nach der Förderung von Frieden sowie zur Stärkung von Maßnahmen zur friedlichen Konfliktbewältigung, zivilen Konflikttransformationen und Versöhnungsprozessen, anstatt in die Ausweitung von Konfrontation und Teilung zu investieren. Höhere Verteidigungsausgaben bedeuten zwangsläufig, dass weniger Geld für Armutsbekämpfung, soziale Sicherung, Gesundheitsfürsorge, Bildung, Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltige Entwicklung zur Verfügung stehen. Während Kriegsführung eine direkte zerstörerische Wirkung hat, dürfen die sozialen und ökonomischen Folgen von Militarisierung nicht übersehen werden. Was ist jetzt zu tun im Sinne des gerechten Friedens? Wie können Menschen tatsächlich geschützt werden? Die Lieferung von Hilfsmitteln, medizinischer Versorgung, die Aufnahme von fliehenden Menschen, großzügige Gewährung von Asyl für Kriegsdienstverweigerer von allen Seiten sind nötig und möglich. Seelsorgerliche Begleitung und auch die Dokumentation von Kriegsverbrechen müssen jetzt erfolgen, damit diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die sich an anderen vergehen. Die politisch Verantwortlichen müssen wir auffordern, alle diplomatischen Instrumentarien zu nutzen, um zunächst einen Waffenstillstand herbeizuführen. Wir sind noch lange nicht am Ende mit unseren gewaltfreien Mitteln der Konfliktlösung. So die Weltgemeinschaft. In der Gemeinschaft von Kirchen des ÖAK haben wir uns gemeinsam verpflichtet, unseren Weg als Pilgerweg der Gerechtigkeit, der Versöhnung und der Einheit fortzusetzen, um den gerechten Frieden, die Nachfolge Jesu als Lebenshaltung einzuüben. Denn aus der Perspektive des christlichen Glaubens ist die entscheidende Zeitenwende der friedensethischen Diskurse ja nicht mit dem erweiterten Angriff Russland auf die Ukraine erfolgt, sondern die Zeitenwende ist das Kommen Jesu Christi, der offenbarten Feindesliebe Gottes gegenüber allen Menschen und der gesamten Schöpfung. So glauben und bekennen wir, so die ÖAK-Versammlung, die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Vor allem, und das fand ich am eindrücklichsten, was die Gemeinschaft anbelangt, waren die gemeinsamen Gebete. Am Abend wurde immer in der Vollversammlung jeweils eine Tradition vorgestellt, orthodoxes Abendgebet, katholisches, protestantisches, freikirchliches. Das löste manchmal auch Irritationen aus, weil die Stile doch sehr unterschiedlich sind. Bei den Morgengebeten war es so, dass man mit einem 2,5-jährigen Vorbereitungsprozess alle Traditionen miteinander verbunden hat. Und es ging also fröhlich von einem Gesang aus koptischer Tradition in Samba-Klänge über oder in kunstvolle Gesänge in Mandarinen und dann zu Chorälen der deutschen Tradition. Und dieser Mix war so bereichernd, dass man sofort merkte, wenn wir gut vorbereitet miteinander auf Augen- und Ohrenhöhe, mit offenen Augen und offenen Ohren feiern, dann geschieht genau das, was die Feldversammlung will, nämlich dann ist die Einheit in Christi, die Liebe Christi spürbar. Es gibt ein sehr schönes Gottesdienstbuch, Oasis of Peace, das Sie auch bestellen können, in dem viersprachig, falls Sie mal internationale Gebete machen wollen, die Gebete dort mit den Gesängen zu finden sind. Frau Bosse-Huber, die unsere Delegation angeführt hat, unsere Auslandsbischöfin, resümiert zufrieden: Wir haben ein großartiges internationales Fest des Glaubens in Karlsruhe gefeiert, mit anrührenden Begegnungen und inspirierenden Gottesdiensten und Gebetszeiten. Es habe eine neue Leidenschaft für das ökumenische Netzwerk der Kirchen weltweit gegeben. Vielleicht verdankt sich dieser neue ökumenische Ernst der klaren Erkenntnis vieler Kirchen, dass wir den globalen Krisen wie der Klimakrise, Rassismus, eskalierenden privaten öffentlichen Gewalt an so vielen Orten nur gemeinsam begegnen können. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. So soll heute der biblische Leitsatz sein. Mit sehenden und hörenden Augen blicken und lauschen wir nun auf unseren Bischofskonvent und die Veränderungen, in denen er steht.
Sie haben beschlossen, dass ab 1. Januar, und ich hoffe, Sie haben es alle gemerkt, wir eine neue Struktur haben, nicht mehr 5 Propsteien, sondern 2 Sprengel. Und mit dem Ruhestand von Propst Dr. Christian Stavenow und der Wahl von Bettina Schlauraff, die ich hier herzlich in der Synode begrüße, sind wir jetzt in dem Team zusammen, das die nächsten Jahre zusammenarbeiten wird. Wir hatten diese Beschlüsse gefasst. Wir ahnen allerdings, dass diese Umstrukturierung eine noch größere Herausforderung wird als ohnehin gedacht. So sind in beiden Büros zurzeit die Sekretariatsstellen nicht besetzt. Es gibt Umstrukturierung bei den Referenten und man merkt bei so kleinen Strukturen, wie schnell die Arbeitsfähigkeit zur Disposition steht. Aber es gibt viel Lust und Lust an der Gestaltung. Eine erste Durchsicht der Gremienlisten ist erfolgt, aber hat noch nicht die nennenswerte Entschlackung gebracht. Und hier liegen noch weitere Aufgaben vor uns. Wir haben in unserem Bischofskonvent in der Klausur im August zum ersten Mal in der neuen personalen Konstellation uns getroffen und aufnehmend die Beschlüsse haben wir die Neugestaltung der geistlichen Leitungsämter in den Blick genommen, auch mit strategisch und programmatischen Ideen, von denen ich Ihnen etwas erzählen möchte, damit Sie wissen, was im Bischofskonvent miteinander gedacht wird. Denn in dem Seligpreisung heißt es nicht, selig sind deine Augen, sondern selig sind eure Augen. Und hier deutet sich schon an, dass es da um Teamarbeit und Gemeinsames geht. Der Bischofskonvent hat sich auf strategisch-programmatische Ideen und Themen verständigt, die er in den nächsten Jahren begleiten und voranbringen möchte. Wir Bischöfe möchten zum einen den Zusammenhalt von Innovation und Probieren im Bestand begleiten und fördern. Wir beobachten viele Aufbrüche auf abseits unserer traditionellen gemeindlichen Strukturen, die uns Mut machen und unsere Begleitung bedürfen. Daneben gibt es aber auch viel Aufbruch und Lust am Probieren in unseren traditionellen Strukturen, die niemals das Siegel Erprobungsraum bekämen und das auch nicht wollen. Hier achtsam hinzuschauen scheint uns wichtig zu sein, damit das eine nicht gegen das andere ausgespielt wird. Wir wollen zweitens ermutigen, die Kirche zu öffnen und Nutzungskonzepte dazu befördern helfen. Das Thema ist nicht neu. Immer wieder in den letzten Jahren haben wir Wege gesucht, unsere Kirchengemeinden einzuladen, die Türen ihrer Kirchen zu öffnen. Unsere Wahrnehmung ist, dass sie schon viel getan hat, aber sich noch mehr bewegen ließe. Dafür ist Vertrauen nötig und Ermutigung. Das wollen wir als Bischofskonvent gerne befördern helfen. Im Sommer ist in EKM intern als Beilage eine Handreiche für Gemeindekirchenräte zum Thema erschienen, in der auf Chancen, aber auch Risiken und Umgang mit denen eingegangen wird, Anregungen gegeben werden und eine Checkliste zu finden ist, was vor einer Kirchenöffnung alles bedacht werden sollte. Nachlesen können Sie also noch einmal, aber eben gern auch mit uns reden, sprechen. Sie wissen nun, dass uns das Thema wichtig ist. Wir möchten drittens den negativen Narrativen über Kirche unsere frohe und sangesfreudige Botschaft entgegensetzen. Es begegnen uns viel Müdigkeit und Resignation. Die Mitgliedszahlen sinken und wir wissen nicht, wie es weitergehen wird mit unserer Kirche. Und doch glauben wir, dass es der Herr selbst ist, der die Kirche erhält und der mit uns geht. Ja, der uns gerettet hat, ohne dass wir dafür besonders würdig sind oder gar etwas dazu tun könnten. Wenn es an uns hängen würde, wäre es vergeblich. Wir wollen uns nicht mit Angst und Sorge treiben lassen, sondern den Herrn vertrauen und in diesem Vertrauen tun, was wir können. Unsere Gaben nutzen, die uns der Herr gegeben hat und die frohe Botschaft verkündigen. Selbstverständlich wischen wir dadurch aber nicht einfach weg, was wir wahrnehmen, dass Veränderungen oft keine Freude machen und vielen von uns auch echte Mühe bereiten. Dass vieles vergeblich erscheint und es schwerfällt, dabei fröhlich im Herzen zu bleiben, dass der sich beschleunigende Relevanzverlust der Kirchen im gesellschaftlichen Umfeld an unserem Selbstbild nagt und wir müde werden, immer wieder die Frage zu beantworten, wofür es eigentlich eine Kirche brauche. Die Ratsvorsitzende hat in ihrem Bericht vor der EKD gesagt, dass die Frage sich verändert hätte. Früher hätten wir immer gefragt, wozu braucht man Kirche? Jetzt hätten sie neuerdings, nachdem es behauptet wird, es ja 50% weniger der Christen in Deutschland, jetzt das noch hinzugefügt werden. Wozu brauchen wir noch Kirche? Und die Streichung des Nochs ist eine zentrale Aufgabe. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir uns den vierten Punkt vorgenommen haben. Wir wollen eine seelsorgerliche Grundhaltung leben und stärken, die einladen und ausstrahlen soll. Das soll Ausdruck finden in unserem Selbstverständnis als Emmaus-Begleiterinnen und Begleiter. Sie gingen und sie redeten miteinander. Miteinander gehen, miteinander sprechen, das ist eine Konstante von Kirche von Beginn an. An diesem Beginn aber stehen Trauer, Enttäuschung und Ratlosigkeit. Die zwei Jünger gehen, wie die anderen auch, nach Jesu Ermordung am Kreuz ihre Hoffnung auf neue Wege verloren. Schlimmer noch, sie begeben sich auf den Weg zurück
auf den vertrauten alten Weg. Das kennen wir. Sie gingen und sie redeten miteinander und erkennen den Fremden nicht, der sich unterwegs zu ihnen gesellt. Erst als er ihnen das Brot bricht, erkennen sie den sie schon lange kannten. Die Augen öffnen sich und das Gehörte wird plötzlich neu verstanden. Nun erinnern sie sich, dass ihr Weg nicht zurück ins Alte führen soll, sondern hinaus in alle Welt, um denen die frohe Botschaft zu sagen, die müde und ratlos, die hoffnungslos und mutlos unterwegs sind. Aber auch denen, die heiter und voller Gottvertrauen ihren Weg gehen. Mit ihnen allen sollen wir die frohe Kunde teilen und gemeinsam auf dem Weg bleiben. Und das lebensspendende Wort, die heilsbringende Botschaft, weitersagen. Wir als Bischofskonvent werden das mit frohem Herzen und mit offenen Augen und Ohren tun, weil wir wissen, dass uns nichts und niemand scheiden kann von dem, der uns gerettet hat, Jesus Christus. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Um Sehen und Hören in besonderer Form soll es an dieser Stelle an zwei kurzen Punkten gehen. Einmal zu einem Thema, mit dem wir zu lange weggesehen und unsere Ohren verschlossen haben, dem Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Zum anderen zu einem Thema, wo wir nach langem Anlauf so genau hingesehen und hingehört haben, dass wir mehr Zeit zum Auswerten brauchen, bei meiner Visitation zum Themenfeld Seelsorge. Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Gewalt ist das Gegenteil von offenen Augen und von offenen Ohren. Gerade die Opfer sexualisierter Gewalt erleben oft, dass ihnen nicht zugehört und nicht in die Augen gesehen wird und nicht geglaubt wird. Seit dem 01.06.2021 ist in der EKM das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kraft. Die dort geregelte Melde- und Ansprechstelle, die gemeinsam mit der Evangelischen Kirche Anhalts und der Diakonie betrieben wird, ist eingerichtet und arbeitet. Die Erfahrung bestätigen unsere Annahmen, Kontaktaufnahme und Arbeit mit Betroffenen ist eine hochsensible Angelegenheit, die neben einem professionellen Seelsorgeverständnis vor allem Diskretion und Empathie erfordert. Die Melde- und Ansprechstellen sind dem Schutz Betroffener verpflichtete Stellen und haben somit keine Neutralität zum Ziel. Aufklärung, Aufarbeitung und Prävention dieses Themas beschäftigt uns in der gesamten EKD, ja in der Kirche weltweit. Die Abschlusserklärung des ÖRK, der ÖRK-Vollversammlung, hält unter Punkt 7 fest, christliche Gläubige und diese Strukturen, die wir aufgebaut haben, tragen eine Mitschuld an dem Missbrauch anderer. Das ist hier weiter gefasst, als allein auf sexualisierte Gewalt schließt sie aber ein. Der Rat der EKD lässt sich regelmäßig schriftlich und mündlich zu aktuellem Stand informieren. Auf der vor einer Woche zu Ende gegangenen Tagung der EKD-Synode in Magdeburg spielte das Thema eine gewichtige Rolle. Es wurde deutlich, dass mit der Aufsetzung eines Beteiligungsforums in Ablösung des gescheiterten Betroffenenbeirats die Arbeit auf einer neuen Qualitätsstufe weitergeführt werden kann, was uns sehr freut. Grenzüberschreitendes Verhalten anzuzeigen und sexualisierte Gewalt zu benennen, erfordert von den Betroffenen viel Mut, oft mehr als sie aufbringen können. Wir erleben schwer traumatisierte Menschen, die ihre Traumatisierung erst einmal erkennen und sich auf Therapieangebote einlassen müssen, ehe sie über ihre Erfahrung sprechen können. Und wir erfahren, wie verletzend es sein kann, wenn statt Verständnis und Reue bürokratisch korrekte Briefe aus dem Amt inklusive Rechtsbelehrung kommen. Umso wichtiger, dass wir jetzt eine gut arbeitende Ansprechstelle haben. Was Prävention betrifft, sind wir noch nicht am Ziel, denn dieses Ziel ist, dass die Schutzkonzepte allerorten selbstverständliche Grundlage, Intervention und Aufarbeitung eingeübte Verfahren nach professionellen Standards sind, die betroffene Personen beteiligen und auf die sich alle Beteiligten verlassen können. Aber die Schutzkonzepte beginnen zu greifen. Mitarbeiter nehmen ihre Meldepflicht wahr. Präventionsarbeit aus einer klaren Haltung heraus verändert nach und nach zu einem geschulten Wahrnehmung und Sicherheit im achtsamen Umgang miteinander. Wir haben jetzt an die 30 Fälle insgesamt, die nicht alle anerkannt sind mit Leistungen, aber die sich gemeldet haben. Das war noch vor kürzerer Zeit 12. Man sieht, dass so eine Ansprechstelle und die Form jetzt da auch zu arbeiten, nochmal auch Möglichkeiten gibt, die Dinge anzugehen. Ich selber habe mit Betroffenen gesprochen und erfahren, wie tief die Verletzungen sind und wie sich die jeweiligen Erfahrungen auch unterscheiden und wie wichtig offene Augen und Ohren sind. Bischöfliche Visitation Seelsorge. In meinem ersten Bischofsbericht im November 2019 habe ich festgestellt, dass wir eine stärker besuchende Kirche werden und die Seelsorge als Muttersprache der Kirche neu entdecken müssen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Deshalb habe ich auf Anregung und in Zusammenarbeit mit unserem Seelsorgebeirat 2020 eine bischöfliche Visitation
konzipiert und eine Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Praktische Theologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Frau Professorin Dr. Corinna Dahlgrün hinsichtlich der Auswertung der qualitativen Interviews mit Gemeinde- und spezialisierten Seelsorgerinnen und Seelsorgern vereinbart. Die bischöfliche Visitation ist ein mögliches Visitationsmodell in unserer Visitationsordnung. Im Februar 2021 haben wir Visitationen mit einem Gottesdienst im Diakoniewerk eröffnet und im Laufe des Jahres in 12 Visitationstandems insgesamt 72 Interviews geführt, die anschließend von Hilfskräften an der Universität transkribiert worden sind und mehr als 2000 Seiten Material ergeben haben. Dieses umfangreiche Material wird nun nach soziologischen Kategorien verschlagwortet und kann im Anschluss anonymisiert nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden. Die Fülle des Materials ist indes so immens, dass diese Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden konnten und wird aber seitens der Wissenschaft bestätigt und versichert, dass wir mit diesen Interviews einen solch großen Schatz gehoben hätten, dass sich jede Verzögerung, die durch eine gründliche Auswertung resultiert, lohnen wird. Zusätzlich haben wir in diesem Sommer alle Seelsorgerinnen und Seelsorger unserer Landeskirche einen quantitativen Fragebogen zugesandt, den sie ausfüllen konnten und der noch ausgewertet werden muss. Hier haben sich gut 30% unserer Seelsorgenden an der Umfrage beteiligt, ein nach Maßgabe der empirischen Forschung recht guter Rücklauf. Die Visitationsgruppe hat sich zu 2 ganztägigen Auswertungstagungen getroffen und anhand von 5 Fragen ihrer Erfahrung ausgetauscht. Was ist Seelsorge? Welche Themen werden behandelt? Wie professionell agieren Seelsorgende? Was hindert, ermöglicht, fördert Seelsorge? Und Handlungsempfehlungen und Gestaltungsspielräume. Ursprünglich war vorgesehen, die Visitation in diesem Jahr mit einem Bericht abzuschließen und die Ergebnisse auch zu Ihnen in die Landessynode zu bringen. Dieser Zeitplan ist nicht zu halten und wir haben uns jetzt vereinbart, eine großzügige Verschiebung, die uns eine gründliche Auswertung ermöglicht, in Kauf zu nehmen und die Seelsorge als Thema in der Herbstsynode 2024, also in 2 Jahren, zu behandeln. Wir haben mit einer solchen Visitation mit angeschlossener wissenschaftlicher Studie alle miteinander Neuland betreten. Niemand von uns hat so etwas schon einmal gemacht. Nun wollen wir uns auch die Zeit lassen, die notwendig ist, die Visitation gut zu Ende zu bringen. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Meine Aufgabe als Landesbischof ist es unter anderem, in den Gemeinden im Gespräch zu sein, sie zu beraten, zu begleiten. Ich habe dafür das Format der Abendgebete mit dem Landesbischof entwickelt, das ein gemeinsames Gebet und dann die Möglichkeit zum Austausch und Gespräch umfasst. In diesem Jahr habe ich über 20 Abendgebete gehalten und habe dieser Form des Kurzbesuchs wundervolle Menschen vor Ort getroffen. In den Gesprächen geht es um die ganze Bandbreite der Themen, die unsere Gemeinden bewegen. Von der Sorge um unsere Kirche und der Zukunft nach Corona bis zu Gemeindeaktivitäten, Projekten, Bauvorhaben, Orgel- und Kunstsanierung. Und was es alles an wundervollen Schätzen in unseren Kirchen und Gemeinden gibt, ist einfach großartig. Ich erlebe hier und da Erschöpfung und Ratlosigkeit, dann aber auch wieder Gottvertrauen und Glaubensmut. Am meisten beeindrucken mich die Geschichten, die erzählt werden, die oft eine Lebendigkeit und Kraft haben, die mich begeistert und tröstet. Und oft gehen mir die Augen über und ich staune, was wir an Schätzen und Perlen in unserer mitteldeutschen Kirche haben. Und wenn ich die Menschen so treffe vor Ort, ist mir um unsere Kirche danach nie mehr bange. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Heute endet die Friedensdekade in Deutschland. Und ich war an vielen Friedensorten und Gebeten in den letzten Tagen, zum Beispiel in Rheinsfeld, wo ich nach dem Gebet mit der Friedensgruppe Gewaltlos Leben einen Abend diskutiert habe. Menschen, die durch die Jugendarbeit des Pfarrers Jo Winter sich selbst zur Gewaltlosigkeit verpflichtet haben und sich regelmäßig treffen und an Friedensthemen arbeiten. Das hat mich sehr beeindruckt. In der EKD-Synode habe ich als Friedensbeauftragter von der Friedensarbeit im Raum der EKD berichtet und von den Vorhaben einer Friedenswerkstatt, die einen Prozess begleiten wird, an dem friedensethische Fragen weiterzuarbeiten. Meine Position zur Gewaltlosigkeit und gegen Waffenlieferungen wird von vielen nicht geteilt. Aber wir hatten eine sehr respektvolle und klare Debatte, die gezeigt hat, dass wir in der Kirche in der Lage sind, unterschiedliche Positionen zu diskutieren und dabei im Geist Jesu zusammenzubleiben. Ich danke an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung unserer Synode, die mir in den Debatten sehr wichtig ist. Für mich bleibt die Gewaltlosigkeit Jesu die entscheidende Richtschnur und ich bin dankbar für die vielen Friedensgebete, die in diesen Tagen in unseren mitteldeutschen Kirchen stattfinden. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Ich habe am Beginn meines Berichtes daran erinnert, dass diese Seligpreisung uns allen gilt. Jesus will uns Menschen, die wir blind und taub geworden sind, für das Geheimnis des Himmelreichs die Sinne heilen.
Uns allen wird Durchblick und gutes Hörvermögen zugesagt, wenn es darum geht, Gottes Wort den Boden zu bereiten. An seinem Wort zu bleiben treu, darum geht es. Die Ökumene und der synodale Weg. In diesen Tagen wird oft behauptet, dass jetzt in Deutschland weniger als 50% der Menschen Christen sind. Das ist ein Fake News. Diese auf die beiden großen Kirchen zielende Aussage übersieht die vielen anderen Kirchen, insbesondere die orthodoxe Kirche, die mehr als 1 Million Mitglieder hat und die durch viele Flüchtlinge aus der Ukraine größer geworden ist. Unsere katholischen Geschwister in Deutschland haben zurzeit den synodalen Weg, zum synodalen Weg sich aufgemacht, der jetzt auch weltweit stattfinden wird. Und sie haben ihn beschritten und uns nach unseren Erfahrungen mit der Synodalität befragt. Vor den Versammlungen auf dem synodalen Weg wird immer ein Gebet gesprochen, das eine altkirchliche Tradition hat. Und dieses Gebet ist vermutlich von Isidor von Sevilla aus dem 6. Jahrhundert. Und ich möchte es zum Abschluss meines Berichtes beten als Eingangsgebet für unsere Synode. Da es beginnt mit "Wir stehen vor dir", machen wir das jetzt. Wir stehen vor dir, Heiliger Geist. In deinem Namen sind wir versammelt. Du, unser wahrer Ratgeber, komm zu uns. Steh uns bei, kehre ein in unsere Herzen. Lehre uns, wohin wir gehen sollen. Zeige uns, wie wir das Ziel erreichen können. Bewahre uns davor, als schwache und sündige Menschen die Orientierung zu verlieren. Lass nicht zu, dass Unwissenheit uns auf falsche Wege führt. Gib uns die Gabe der Unterscheidung, dass wir unser Handeln nicht von Vorurteilen und falschen Rücksichten leiten lassen. Führe uns in dir zur Einheit, damit wir nicht vom Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit abkommen, sondern auf unserer Pilgerschaft dem ewigen Leben entgegenstreben. Das erbitten wir von dir, der du zu allen Zeiten und an allen Orten wirkst, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.